Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Haufler und heute geht es um ETIM, nämlich genauer um ETIM Version 10. Da wurde jetzt das Release für den 1. November 2024 angekündigt. Also müssen wir darüber sprechen. Zum einen über den Release-Fahrplan und ich möchte Ihnen im Anschluss noch ein paar Empfehlungen zu dem Thema geben. Ja, der Release-Fahrplan sieht wie folgt aus. Natürlich ganz wichtig, das Release wird zum 1. November 2024 geplant kommen. Wir haben vorher dann 30.06. den letzten Abgabetermin für Änderungsanträge bei den Stabsstellen und einen Monat später, 30.07., ist die Frist für Änderungsanträge im Classification Management Tool. Und zum 1.10. soll es dann ein Beta-Release geben der neuen Version und einen Monat später ist dann das Release von ETIM 10 vorgesehen. So, jetzt noch ein paar Empfehlungen von mir. Zum einen, wenn Sie jetzt ETIM das erste Mal hören oder sich noch nicht ganz sicher sind, möchte ich Ihnen sagen, ETIM macht aus unserer Sicht grundsätzlich Sinn, weil es die Zusammenarbeit mit dem Handel, mit dem Vertrieb und auch in den eigenen IT- und Geschäftsprozessen erleichtert. Es ist ein europaweiter oder mittlerweile sogar weltweiter Branchenstandard, auch multilingual, für den Elektro-, SHK-, Weber- und Baustoffebereich. Baustoffe kamen zum Beginn von 2022 jetzt auch noch dazu. Das heißt, man sieht hier auch, der Standard weitet sich auf immer mehr Branchen aus, weil er wirklich einfach gut funktioniert und er ist im Prinzip heute, gerade wenn man jetzt mal auf den europäischen Markt schaut, im Prinzip der quasi Standard für strukturierte Produktdaten. Das Ganze ist auch eine Verkaufsförderung, hilft einfach Ihren Kunden und den Kunden Ihrer Kunden, dass die Produkte besser gefunden werden können und führt natürlich auch durch die gute Standardisierung dann zu Kosteneinsparungen in allen Handelsstufen, weil dadurch bidirektionale oder bilaterale Absprachen vermieden werden und man einfach einen gemeinsamen Standard nutzen kann. So, jetzt aber im Speziellen noch zu ETIM 10. Mein Vorschlag hier, das Ganze bitte frühzeitig angehen, also jetzt nicht sagen, okay, jetzt warten wir mal, bis das Release kommt, dann lassen wir das mal noch ein halbes Jahr liegen und gehen dann völlig überrascht und überhastet da dran, sondern man kann sich das Ganze ja auch im Classification Management Tool jederzeit anschauen. Im Prinzip die Beta-Releases kann man sich auch über ETIM Dynamic schon jederzeit anschauen. Das heißt, die aktuelle ETIM Dynamic-Version ist ja quasi dann eigentlich auch zu jeder Zeit eine Art Beta-Release. Das heißt, man kann recht frühzeitig sich das Ganze anschauen, um zu sehen, was hat sich denn in den Bereichen bei mir geändert, welche neuen Merkmale gibt es, welche neuen Klassen gibt es, um mir entsprechend vorbereitet zu sein, um dann auch genügend Zeit zu haben, ja, das vernünftig vorzubereiten und dann wirklich auch gute Daten liefern zu können. Idealerweise sollte man versuchen, ETIM 10 parallel mit ETIM 9 zu liefern. Also nicht jetzt eine Version umstellen, zu sagen, okay, wir liefern quasi bis Zeitpunkt X ETIM 9 und dann gibt es den einen Stichpunkt und dann stellt man alles auf ETIM 10 um, denn auch im Handel wird es sicherlich eine Zeit dauern, bis der neue Standard adaptiert ist. Von daher ist es, wenn Ihr PIM das kann, da würde ich mich auch frühzeitig drum kümmern, besser, ja, für die Adaption, dass man wirklich zwei Versionen parallel liefert. Die meisten Datenstandards unterstützen das, ja, sodass man quasi dann mit ETIM 10 parallel eben auch noch ETIM 9 liefert, um einfach eine bessere Adaption dann bei den Kunden zu fördern. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte Ihnen was zu ETIM 10 sagen. Sollten Sie Fragen zu dem Thema haben, melden Sie sich gerne bei mir, bei uns. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, Ihr Michael Haufler. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Achso, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.